Hallo, ich bin heute an der Stadtbahnbaustelle Merseburger Straße verabredet mit Frau Überscher von der HWS, Abteilungsleiterin Investitionen, und mit Herrn Sterzing, der das Ganze bautechnisch betreut. Es gab es einen spektakulären Abriss der Fußgängerbrücke, dem Blauen Wunder. Zurzeit sind nicht so viele Arbeiten an der Oberfläche zu sehen. Was wird gerade gemacht? Zurzeit wird in Tiefen zwischen 6 und 8 Meter ein neuer Abwasserkanal im unterirdischen Vortrieb gebaut, sodass man zurzeit nur einzelne Gruben sieht. Dennoch wird aber in den Gruben intensiv gearbeitet und nachfolgend dann die Umbindung der Hausanschlüsse und erst danach kann der Verkehrsbau einsetzen. Wie viele Gruben sind denn gerade zu sehen? Jetzt zurzeit haben wir 4 Gruben offen. Die weiteren Gruben werden jetzt vorbereitet und in einigen Teilbereichen wird auch im offenen Verfahren dann gearbeitet. Was ist ein offenes Verfahren? Da haben wir dann keinen unterirdischen Tunnelvortrieb, sondern im Baugruben mit Spundwänden oder Berliner Verbau, indem man dann von oben auch sozusagen sieht, was gemacht wird. Okay, hier wird ein spezielles Bauverfahren angewendet von der HWS und allen anderen Bauarbeitern, das sogenannte Mikrotunneling. Frau Überscher, was ist das genau? Das Mikrotunneling-Verfahren ist ein ferngesteuertes, unbemanntes Verfahren. Die Maschine wird im unterirdischen Bauraum vorgetrieben. Der Erdstoff wird durch die verlegten Rohre abgebaut, nach oben gefördert und separiert, sodass man das Wasser wieder verwenden kann, um den weiteren Erdstoff abzubauen. Und die Rohre werden an der Startgrube in das Erdreich eingesenkt und dann mit Hydraulikstempeln gedrückt, ins Erdreich gedrückt. Das klingt alles sehr spannend. Haben denn die Hallenser jetzt gar kein Wasser und kein Abwasser? Wir haben dieses Verfahren auch gewählt, um den alten Kanal parallel laufen zu lassen, sodass das Abwasser weiter abgeleitet und gefördert werden kann. Und nach Umschluss des neuen Kanals wird der alte Kanal dann verfüllt und sichergestellt, dass kein Einsturz mehr passieren kann. Wann wird das soweit sein? Also wann wird der Kanal fertig sein? Im Frühjahr des Jahres 2018 hoffen wir, die Baustelle erfolgreich abzuschließen. Okay, wenn der Abwasserkanal fertig ist, wie geht es dann weiter? Dann wird in dem Bereich, den wir jetzt schon gesperrt haben, der Leitungsbau für die anderen Medien erfolgen. Da gibt es ja doch sehr viel mit Gas und Elektro und Telekommunikation und auch natürlich für die Verkehrsanlagen, für die Signalanlagen etc., die ganzen Leitungen und danach die Verkehrsbauarbeiten, sowohl Gleis als auch Straße, wobei die Straßenbahn durchweg in Betrieb gehalten wird über ein Gleis mit entsprechenden Gleisanschwenkungen und Sicherungsanlagen. Dankeschön. Spätestens dann kommen wir wieder auf die Baustelle und gucken, wie es weitergeht. Gerne.